war das Gefühl, ich möchte gerne Zuversicht spenden. Ich selbst habe, als ich das dritte Kind erwartet habe und immer wieder diese Fragen bekommen habe, wird es denn jetzt ein Mädchen? Und als ich dann diese Frage eben verneint habe, nein, es wird wieder ein Junge, doch schon recht oft Dinge zu hören gekriegt, die nicht so schön waren. Oh, sie Arme, ihnen bleibt auch nichts erspart, ach, wie schade. Und ich finde nun, da meine drei Jungs groß sind, dass ich mir durchaus zutraue, Zuversicht zu spenden. Das heißt nicht, dass alles jetzt immer nur gut ist, aber man kann sich wirklich freuen als Jungsmama. Je mehr Jungs es werden, ist mehr Leben in der Bude, in der Regel. Ich weiß, es gibt auch lebhafte Mädchen, aber in der Regel haben Jungsmamas schon die Bude voll mit Vitalität und manchmal auch ein bisschen mit Aggressivität oder halt mit Kampfeslust in dem Sinn, dass man rangelt, dass man sich misst. Und gut, das ist es, wenn die Kinder klein sind. Wenn sie größer werden, kommen andere Dinge. Die Kraft wächst, die Muskeln wachsen, die Freude natürlich, die vorher wahrscheinlich bei den meisten schon da war, wird immer noch größer am Zocken, an den Abenteuern in virtuellen Welten. Zumindest meiner Wahrnehmung nach ist es so. Und irgendwann kommt der Moment, wo man feststellt, jetzt bin ich die einzige Frau, das einzige weibliche Wesen unter lauter Männern. Jedes Kind annehmen, wie es ist. Das heißt, auch jeden Jungen annehmen, wie er ist. Und nicht zu denken, meine Jungs sind so und so oder Jungs haben so und so zu sein. Es gibt, glaube ich, keine Stellenbeschreibung, so muss eine Jungsmama sein. Jede kann nur so sein, wie sie ist. Und ich denke, wenn sie sich Mühe gibt, ist es gut und klappt. Und ich von mir kann nur sagen, ich habe meinen erwachsenen Söhnen gegenüber sehr wohl zugegeben, was ich alles damals gedacht habe, was ich können und mitbringen müsste. Und die haben gesagt, völlig egal, dass du es nicht hattest, bist einfach unsere Mama und es ist gut so. Und so sehe ich ist es auch. Ich hatte ja immer ein bisschen Angst vor dem Moment, wo sie erwachsen sind und ob dann das kommen würde, was man mir manchmal prophezeit hat. Du wirst sehen, die rühren sich fast nie, du hast wenig Gespräche mit ihnen. Ich kann mir vorstellen, dass manche Mädchenmamas von ihren Töchtern vielleicht öfter angerufen oder besucht werden. Aber mir geht es darum, wie nahe sind wir uns, können wir uns austauschen, können wir uns auch über unsere Gefühle oder mal über Negatives, können wir darüber kommunizieren. Und das ist sehr wohl der Fall und insofern war und bin ich glücklich, eine Jungsmama zu sein.